Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Mein Müsli-Adventskalender in der Deluxe-Variante. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt mehrere Gründe, weswegen ich diesen Adventskalender hier super gerne auch noch vorstellen möchte. Und zwar... Zum einen, ich habe eine Kooperation mit MyMüsli, weshalb ihr dann auf diesen Adventskalender 40 Euro sparen könnt und ihn für 129,90 Euro bekommt. Das finde ich ziemlich cool und das möchte ich gerne mit euch teilen, sodass ihr da auch einfach was sparen könnt, wenn ihr Bock auf den Adventskalender habt. Außerdem ist der MyMüsli Adventskalender super bei euch angekommen, sodass MyMüsli zu mir gesagt hat, lass uns doch einen machen, Claudi. Und ich habe gesagt, ja, denn die Müslis, die in dem Müsli-Adventskalender drin waren, sind fast schon alle aufgegessen. Tatsache. Es ist Wahnsinn. Mein Freund hat ihn auch ziemlich sehr gefeiert. Und es war eine richtige Reise, die wir beide gemacht haben, als wir uns durch die unterschiedlichen Müslis... Schaut euch das Video an. Ich habe es euch hier oben im i verlinkt. Ne? Da habe ich euch gezeigt, welche Müslis drin enthalten sind. Ein Träumchen. So, und hier habe ich jetzt den My Müsli Deluxe Adventskalender, wo wir halt neben Müsli auch noch... verschiedene Tools drin haben und das ist halt richtig cool. Das ist, ja, so ein Tool ist immer cool. Mein Müsli hat dieses Jahr 6 Adventskalender rausgebracht, die ich euch hier alle mal verlinke. Und ihr könnt auf jeden Adventskalender tatsächlich auch das ein oder andere Eurönchen sparen und mit AK-Claudi könnt ihr sowieso sparen. Ich setze euch den Link auch in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und weil es eine Kooperation ist, mache ich in diesem Video auch eine Verlosung. Ich weiß nur nicht ganz genau, wann ich das auslosen kann. Ich verlose ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Denn ihr wisst ja, ne? Es kann jederzeit losgehen hier bei mir. Auch in diesem Video könnte es theoretisch passieren. Ich hoffe nicht. Ah, okay, so, hier haben wir den Adventskalender. Der sieht wirklich schön aus. Ich finde, dass der... mit einer der am weihnachtlichsten... Upsala, upsala, oh Gott, ich glaube, der ist ganz schön schwer. Ist dieses Jahr von My Müsli, weil wir hier so richtig... Also wir haben ja auch die Tannenbäume drauf und so weiter. Und das ist halt dieses Grün, ne? Das hat auch was von Herbst, deswegen passt es, dass ich das im November hier auspacke. Aber Leute, ich muss den auspacken, ich will reingucken und ihr auch, ne? Komm. In den jeweiligen Adventskalendern haben wir natürlich keine Doppelungen, was die einzelnen Kläppchen anbelangt. Und wir starten hier tatsächlich mit Save the Ocean Müsli. Da kann ich euch sagen, es ist sehr lecker. Bio-Müsli mit Dinkel, Quinoa Crunchy, Kakao-Quinoa Crunchy und Sauerkirschen. Nom, ne? Ich liebe dieses Guckloch, was wir hier mit dabei haben. Wir haben hier keine künstlichen Irgendwas-Geschichten mit dabei, was ich einfach sehr begrüße. Du schmeckst es aber auch tatsächlich. Ne? Also es ist cool. Wir haben keinen zugesetzten Zucker oder sonst irgendwas mit am Start. Und das hier ist ein sehr, 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 sehr leckeres Müsli. Für die Nummer 2, 8, 13 und 21 haben wir quasi ein gemeinsames Kläppchen. Das ist jetzt mal interessant. Ach, wie cool ist das denn? Und das fällt dann immer so runter. Das ist sehr, sehr hübsch gemacht. Ich bin gespannt, was drin ist. Oh, das ist also größer als erwartet, ne? Wir haben hier einen Riegel drin enthalten. Chocolate, Coconut, vegan, bio, ohne Palmöl. Und das kommt doch mal direkt. Mal sowas von direkt mit in meine Kliniktasche, die ich tatsächlich heute mit meiner Mama zusammengepackt habe, die hier vorne neben mir steht und die auch noch abgedreht wird. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und übrigens wird euch der richtige Rabatt erst richtig im Warenkorb angezeigt. Und ja, ne, gönnt euch hart, weil das ist ein VIP-Rabatt, der nur bis zum 30.11. gilt, Leute. Also gönnt euch hart. Also hier habe ich jetzt ein Porridge drin. Ich mag Porridge richtig gerne. Mein Freund ist da nicht so Ultra-Fan von, aber das ist nicht schlimm. Das ist was für mich. Warm genießen, fertig in 3 Minuten von My Müsli. Das hatte ich auch letztes Jahr, glaube ich, schon das ein oder andere Porridge mal ausprobiert von My Müsli. Und das ist einfach mit Bratapfel. Das passt einfach in die Zeit. 45 Gramm sind hier drin enthalten. Auch hier haben wir so ein Guck-Ding, ne, für die Neugierigen unter uns. Und das finde ich schön. Und das ist easy peasy Sonnenschein und das passt einfach so richtig toll in den Winter hinein. Hier haben wir die Nummer 4. Auch das passt wie Poppes auf Eimer. Tree of Tea. Also wir haben einen Tee hier auch drin enthalten. Mega gut. Ginger Glow. Würzige Kräuterteemischung mit Ingwer und Granatapfel. Das ist Hardcore, Leute. Ich sag's euch, 100 Gramm sind hier drin. Das ist ein loser Tee und den machst du dir einfach in dein Teesieb, in dein Tee.
Tee. Und dann heizt der aber ordentlich durch. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man so eine Erkältung hat oder wenn eine Erkältung so im Kommen ist und die Nase sitzt so langsam zu, da kommt so ein Ingwertee einfach wie gerufen. Täglich kann ich das nicht haben, weil das ist schon krasses Zeugs, ne? Aber so für den Fall der Fälle ist es gut, sowas da zu haben. In der Nummer 5 haben wir ein Müsli drin, was wirklich was für meinen Freund ist. Das ist Banana Bread, also Bananenbrot, ne? Bio-Müsli mit Kakao, Quinoa, Crunchy, Brownie-Keksen und Bananen. Ne? Und hier sind auch wieder 85 Gramm drin. Das ist dieses My Müsli to go. Und ich finde es nach wie vor total schade, dass man die halt nicht so... Also ich wüsste nicht, wo ich die im Laden so kaufen könnte. Die großen Packungen, klar, ne? Und gerade wenn du den Müsli selbst zusammenstellen möchtest oder halt das Müsli dir nachkaufen möchtest, kannst du das auf der MyMüsli-Homepage ja machen. Wobei wir, glaube ich, hier auch die ein oder andere Sonderedition drin haben dürften, aber die kannst du dir dann ja selber zusammenstellen. Ich fände es cool, wenn die wieder richtig in die Läden reinkämen. Was meint ihr? Oh ja, Leute, an Nikolaus geht natürlich die Party ab, ne? Der 6. Dezember. Richtig gut. Ein Bierchenglas mit Apfelreibe. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Spülmaschinen geeignet, Lebensmittel echt, mit Liebe produziert, praktischer Verschluss, Löffelhalter, integrierte Apfelreibe, 500 Milliliter passen hier rein. Und da kannst du dann quasi dein Birchermüsli, was hier wahrscheinlich auch mal drin enthalten ist, auch richtig schön mit aufpeppen, ne? Und einen Apfel habe ich tatsächlich jetzt immer zu Hause. Nee, das ist gar nicht hier drin. Haben wir vielleicht da noch drin? Mal gucken. Hier haben wir die Apfelreibe auf jeden Fall. Wie geil. Guck mal. Feier ich. Richtig, richtig cool. Das wird ausprobiert. Tatsächlich. Und dann kannst du es halt mit zur Arbeit nehmen oder wie auch immer. Ach so, hier ist das Glas, ne? Und dann hast du hier halt etwas, das du festhalten kannst. Das finde ich auch großartig, damit du dir die Finger nicht verbrennst. Mag ich. Finde ich wirklich genial. Oh, in der Nummer 7 kommt das nächste Porridge um die Ecke. Und das hat einen Geschmack, Leute. Pflaume, Apfel, Zimt, Porridge. Geil. Also wirklich, das passt doch, oder? Das passt so schön zum 7. Dezember. Ich bin gespannt, wie das Wetter im Dezember wird, weil aktuell haben wir es so 20 Grad bei uns draußen. Läuft. In die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und die hat uns in diesem Schächtelchen Nut Butter Balls Peanut gebracht. Das war jetzt mal ein Ultra-Reim, Leute. 60 Gramm, also 3 Stück sind hier drin enthalten. Und auch das, Kliniktasche, hallo, das ist 1A. Weil die kannst du halt mal eben schnell und dann... ist halt irgendwie so eine kleine Energiegeschichte zwischendrin, weil ich weiß ja nicht, wie lange das ganze Kram dauern wird, ne? Oder mein Freund kriegt dann auch ein bisschen was ab. Vielleicht. Er hätte ja theoretisch die Möglichkeit, in die Kantine zu gehen und sich was zu holen oder zu bestellen. Über ein weiteres klassisches Müsli dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen, wobei ich glaube, dass das eine Sonderedition ist, weil das hat so ein etwas anderes Design. Raspberry Dark Chocolate Müsli, also quasi ein Bio-Müsli mit Kakao, Quinoa, Crunchy Cranberries, mit dunkler Kokosblütenzuckerschokolade. Tolles Wort für Montagsmaler. Und Himbeeren. Das ist einmal dieses hier. Ich bin eigentlich kein Fan von Schokolade in Kombination mit Obst oder Früchten oder sowas halt, ne? Aber ich finde irgendwie, das habe ich jetzt auch tatsächlich in den letzten Tagen gemerkt, ne? Also bei diesen Geschichten von My Müsli und bei den Müslis von My Müsli, ergibt das irgendwie Sinn, weil das so ausgewogen ist. Ich mag halt eigentlich nicht so dieses klassische Gelee-Badan-Gedönsen und sowas, ne? Aber sowas, das schmeckt eigentlich echt geil. Wow, in der Nummer 10 darf es mit Fancy Stuff weitergehen. Und zwar ist es ein Vorratsglas. Einfach mal random in der Nummer 10. Finde ich großartig. Praktisch, nachhaltig und das Highlight in deinem Küchenregal. Jo. Knackig frisches Müsli für bis zu 3 Wochen. Siehe Lagerhinweis. Ja, das übliche 1,5 Liter sind hier drin enthalten. Und das gucken wir uns doch mal aus der Nähe an. Und im Übrigen ist es rosa. Ich lieb's. Also bei uns im Haus muss einfach definitiv mehr rosa da sein, ne? Oder mehr Mädchenkram, weil es sind irgendwann nur noch Männer hier. Und das ist ein schönes Glas. Das ist Glasglas. Das ist Plastik, oder? Ja, das ist Plastik, aber das ist Glas. Cool. Und da wird dann wahrscheinlich eine große Packung von meinem Müsli reinpassen. Finde ich schön. Ich gucke auch mal, ob ich die Produkte im Online-Shop dort finden kann. Ne? Dass ihr dort dann auch mal, dass ich euch die Preise auch richtig eingeblendet bekomme. Weil 160 Euro Warenwert sind ja ausgerufen worden. Ne? Müssen wir mal schauen.
Oh mein Gott, ich werde einfach von Porridge leben wollen, denn hier habe ich Vanille-Kipferl-Porridge in der Nummer 11 drin. Mir läuft das Wasser gerade so hart im Mund zusammen. Fertig in 3 Minuten, ihr wisst Bescheid, ne? Und Vanille-Kipferl, Leute, es ist ein Traum. Boah, ich habe da so richtig Bock drauf. Und es ist halt so cool, weil es steht ja auch dann immer genau drauf, bis wohin du die Milch dann machen sollst und so, ne? Also quasi die Zubereitungsempfehlung ist damit drauf. Genial. Die Halbzeit, die Nummer 12, enthält ein Müsli. Das hat mein Freund auch schon probiert mal, irgendwann. Man weiß gar nicht, woher. Auf jeden Fall ist es das Superschock-Müsli mit Bio-Müsli, mit Vollmilch, Zartbitter und weißer Schokolade. Und der hat das so genossen. Also das hat er richtig gerne gemocht, weil hier hast du halt einfach so unterschiedliche Konsistenzen bzw. unterschiedliche Formen von den unterschiedlichen Schokogeschichten auch mit dabei. Und das ist schon eine wirklich gute Geschichte. Also ne, für Schokoliebhaber ein absolutes Muss. Die Nummer 13 ist auch wieder eine von diesen Büchschen und da haben wir auch wieder ein Riegelchen und das ist toll. Chocolate Berry, vegan, bio, ohne Palmöl, das hat mir eben auch schon 35 Gramm. Ja, also das wird einem dann einen gewissen Energiekick geben. Auch hier haben wir ja wieder die Thematik Schokolade und Frucht. Aber wie gesagt, ne, bei meinem Müsli, das stimmt einfach von der Komposition her. Oh, diese Wortwahl, ich sag's euch. In der Nummer 14 haben wir eine Backmischung für Kakaokuchen drin. Mein Freund wird mich dafür lieben. Ich habe einen anderen Adventskalender ausgepackt, wo ich eine Backform drin hatte, eine wundervolle Gugelhupfform. Und ich glaube, dass ich die gut da reinmachen könnte. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Ja. Krass. Also gerade in der heutigen Zeit ist so eine Backmischung noch nicht verkehrt, oder? 400 Gramm haben wir hier drin enthalten und das werde ich uns einfach mal gönnen. Ich hoffe, dass es nicht allzu kompliziert wird. Gugelhupf oder Kastenform. Siehst du, einen Gugelhupf habe ich. Dann hast du hier eine herkömmliche Variante mit Eiern und Butter. 100 Gramm mein Müsli Bakery Specials. Mal gucken, ob die hier auch drin enthalten sind. Dann hast du hier auch 12 verschiedene vegane Varianten, was ich auch ganz nett finde. Da stellen die immer mehr zu um und das finde ich wirklich angenehm. Ich glaube, das wird gar nicht so kompliziert, das zuzubereiten. Ein total fancy Tee befindet sich hinter der Nummer 15 und zwar Tree of Tea Organically Grown. Ich glaube, das steht überall drauf, oder? Purple Melody, denn das ist ein Früchtetee mit Pflaume und Orange. Das ist fancy, also wirklich fancy, passt aber durch Pflaume und Orange halt voll in die Weihnachtszeit. Ich finde es toll. Dieses Porridge werde ich wahrscheinlich eher weniger essen, denn so Banane mit Schoko ist nicht ganz so meine Welt. Haben wir hier drin enthalten. Aber vielleicht, wenn meine Mom vorbeikommt, die kommt ja ne, mindestens einmal wöchentlich bei mir vorbei, um mir im Haushalt zu helfen oder einfach mit mir spazieren zu gehen, zu quatschen. Haben wir Mutter-Tochter-Tag, ist total großartig. Und wir essen dann halt auch immer mittags was zusammen und vielleicht hat sie dann auch mal Bock auf ein Porridge. Ist auch irgendwie frech, ne? So, ich mag es nicht, vielleicht mag Mama das. Aber Mama ist ja zum Beispiel auch ein Mega-Fan von Bananensplit und so. Also die hat damals, wenn wir in der Eisdiele waren, hat meine Mom immer Bananensplit bestellt. Immer. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass die jemals ein anderes Eis bestellt hätte. Ich glaube, Bananensplit ist doch Bananeneis mit Schoko, oder? Oh mein Gott, in der Nummer 17, das ist eine Woche vor Heiligabend, haben wir etwas drin, was wir dann wahrscheinlich mit dem Cake-Mix oder mit allen anderen Sachen zusammen vernichten können. Und zwar ist das ein Topping Nut and Crunch. Oder Nut Crunch, weiß ich nicht, 190 Gramm. Richtig genial. Also ich wusste nicht, dass mein Müsli tatsächlich ein so breites Sortiment hat. Jetzt mal ohne Witz, ne? Bio-Nussmix mit Honig, Nuss, Granola, Crunchy, Tigernüssen und Pekannüssen. Uns ist allen bewusst, dass je mehr Toppings und je mehr Rampampam wir uns ins Müsli, auf das Porridge oder sonst irgendwo mit drauf machen, dass die Kalorien dann auch dementsprechend steigen. Aber ganz ehrlich, die Weihnachtszeit ist die Genusszeit. Die Adventszeit ist die Zeit, wo man sich einfach reinhaut, ohne drüber nachzudenken, meiner Meinung nach. Sollte man auch, weil wenn es wirklich kalt ist und wir dann halt Schnee haben und so, wir brauchen das halt. Wir müssen dem Ganzen ja was entgegenbringen. Und hier haben wir ein nussfruchtiges Topping mit gebackenem Granola, knackigen Nüssen und süßen Cranberries für mehr Geschmack im Müsli, Smoothie oder Joghurt. Duftet und schmeckt zum Verlieben gut. Ich will mal eben dran riechen, wenn das hier schon draufsteht, ne? Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ich sehe hier so leckere Sachen, Leute. Als wäre ich über den Weihnachtsmarkt gegangen und hätte das alles hier reingepackt. Hier haben wir Walnüsse drin und leckere Nüsse und Haselnüsse. Und oh Gott, guckt euch das mal an. Sieht das nicht lecker aus? Bitte nicht ins Handy beißen oder in euer Display, ne? Mega. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen hier. Wow.
Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. In der Nummer 18 befindet sich ein Müsli, was ich heute zum Abendbrot schon gegessen habe und was ich so lecker fand. Das ist Pineapple Schoko Crunch, Coco Crunch, nicht Schoko, Entschuldigung, Bio-Müsli mit Ananas, Kokos-Chocks, Kokosflakes und Mango, Apfel-Maracuja-Granulat. Und das ist so lecker gewesen. Das hat eine gewisse Süße, aber auch eine gewisse Säure gehabt. Wir haben hier Herzchen mit dabei, was ein Träumchen ist. Wir haben hier richtig dieses Kokos auch mit dabei. Esse ich super gerne. Und mega Empfehlung von meiner Seite, muss ich wirklich sagen. Ich kannte das halt vorher auch nicht. Und deswegen bin ich auch einfach glücklich darüber, dass mein Müsli mich mit dem Adventskalender oder auch jetzt mit diesen, also mit beiden Adventskalendern, auf eine wundervolle Geschmacksexpedition quasi, ist ja keine Reise, ist eine Expedition, genommen hat und auch immer noch nimmt, ne? Wisst ihr Bescheid? Und ich finde es großartig. Eine ganz tolle Kooperation und ihr habt es möglich gemacht. Also vielen, vielen Dank. Ne, wegen der Verlosung schaut in der Infobox vorbei. Nicht vergessen, Leute. Ja, wenn man zu faul ist, um aufzustehen, um die Nummer 19 aufzumachen, ne? Die ist nämlich hier oben drauf. Da haben wir nämlich auch wieder so ein fancy Ding. Das ist ein Silikonbeutel. Silicon Bag, okay. Ja, kannst du in der Spülmaschine reinigen? Hä? Was mache ich denn mit einem Silikonbeutel? Ideal für eine mittlere Portion deines Lieblingsessens, ob süß oder herzhaft, warm oder kalt. In unserem stabilen Silikonbeutel mit auslaufsicherem Verschluss kannst du nicht nur fertig gemixtes Müsli oder Porridge für unterwegs aufbewahren, er eignet sich auch perfekt für Suppen, Salat und Obstschnitze. Das ist auch fancy. Egal, ob du darin vorgekochte Mahlzeiten einfrieren, Inhalte geöffneter Packungen sicher verstauen oder direkt daraus löffeln möchtest, unser Multitalent ist vielfältig einsetzbar. Praktisch und nachhaltig. Der Silikonbeutel kann ganz einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. Gereinigt vor allem. Okay, das ist wirklich fancy. Wie kriege ich den zu? Keine Ahnung. Ach so. Hä, das ist wirklich, also das habe ich noch nie gesehen, Leute. Ich kenne ja diese ganz klassischen Mikrowellenpötte und so ein Kram. Und hier hast du das halt so drin. Ich muss gestehen, ich hätte ein bisschen Angst, dass mir das ausläuft. Ne? Aber dann, das stellst du dann ja so in deine Handtasche. Eigentlich ist es voll schlau. Eigentlich ist es schlau. Ja, cool. Ne? Oder wenn du so wirklich unterwegs, also im Freizeitpark oder wandern oder auf dem Weihnachtsmarkt. Nein, wenn du halt unterwegs bist. Irgendwie cool. Irgendwie cool. Und auch Platz sparen da, weil das hoch, irgendwie hat der was, oder? Wie findet ihr sowas? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Okay, Leute, die Nummer 20 ist gerade einfach krass. Übertrieben, was ist das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal haben wir hier so was drin. Das ist eine Christmas Mini Box. Christmas Schoko Crunch haben wir zweimal hier drin. Apple Macadamia Cinnamon Granola haben wir hier zweimal drin. Und Christmas Cookie Granola haben wir zweimal hier drin. Sind das quasi Mini Portionen dann von den... Das ist ja witzig. Okay, finde ich persönlich nett. Wirklich. Für den kleinen Hunger zwischendurch oder wenn man es halt einfach mal probieren möchte. Das ist wirklich nice. Cool. Also mal gucken, ob man sowas halt auch wirklich dann auch im Online-Shop so kaufen kann, weil das ist auch ein schönes Geschenk, ne? Ich will nicht, dass das schon vorbei ist hier gleich. Die Nummer 21 habe ich hier. Aber das ist halt das Positive beim YouTubieren. Wenn ich tatsächlich dieses Video schneide, werde ich nochmal in diese ganze Situation zurückversetzt und so. Und jedes Mal, wenn ich das Video schaue, jedes Mal, wenn ich sehe, dass ein Kommentar von euch reingekommen ist und so, werde ich halt immer wieder an dieses Unboxing erinnert. Und das macht mir unfassbar Freude. Wirklich cool, Leute. Hier haben wir eine Schoki drin. Das wird mein Freund lieben. Imagine Dark Jock. Pink Himalayan Salt and Macadamia, 80% Kakao. Gut, ja, 85 Gramm sind hier drin, ne? Dieser sehr hohe Kakaoanteil ist eigentlich nicht so unbedingt hier in diesem Hause ultra beliebt, aber was wir hier sehr gerne mögen, ist Schokolade mit Salz und Schokolade mit Nüssen. All dies ist in dieser Schokolade gegeben. Ich bin mal gespannt, wie ihr das so findet und ich finde das sehr, sehr schön. It's good to be different und ich liebe es, wenn sowas... Ne? Ja, es ist wirklich sehr gut, dass man einfach anders und unterschiedlich ist, denn jeder Mensch ist individuell und das ist so wichtig. Jetzt hauen sie echt raus, ich sag's euch, in der Nummer 22 haben wir was ziemlich heftig Cooles drin. Und zwar ist es eine Nut Butter Peanut Choc. Hier sind 250 Gramm, die kannst du entweder nehmen, um sie als Brotaufstrich zu verwenden. Du kannst die natürlich auch irgendwie in irgendwelche Backsachen mit reinmachen oder so, ne? Oh, richtig cool. Ich mag gerne
Erdnussbutter tatsächlich. Und das hier ist ja Erdnussbutter mit Schokolade auch noch. Also Wahnsinn. Bio-Nussmix. Oh. Erlesene Erdnuss trifft auf aromatischen Kakao. Ja, schlemmen, Leute, schlemmen. Wow. Die Nummer 23 enthält hier einfach mal schon das Vieh, wo ich dachte, das wäre in der 24 drin. Krass. Mit Schokoschneemännern. Ich raste aus. Wie süß ist das? Cinnamon Snowman heißt das. Okay, da muss man Zimt wirklich sehr mögen, ne? Hier haben wir ein Bio-Müsli mit Kokosmilchschokolade, mit Zimt, Apfelzimt-Crunchy und Dinkel-Crispies mit Kakao-Fett-Glasur. Das hört sich doch schon mal... hört sich richtig gut an, oder? Uiuiui. Mit Schneemännern? Ich möchte mir das mal eben angucken. Wo sind sie? Wo sind die Schneemänner? Will ich Schneemänner sehen? Hallo? Da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es sind wirklich Schokoschneemänner hier drin. Guck mal. Der ist jetzt ein bisschen deformiert tatsächlich, aber ich glaube, ne, wir wissen, was gemeint ist. Wie süß! Okay, es riecht hier wirklich zimtig raus, aber es ist ein Weihnachtsmüsli aus einem Adventskalender. Deswegen ist es doch logisch, dass es hier, ne, nach Zimt riecht, Claudia. Okay, finde ich auch geil. Ne? Wahnsinn. Okay, ja, schon mal hier so dieser Riesen-Oschi. Und jetzt kommen wir mal zu der Nummer 24. Also wenn das die 23 war, bin ich auf die 24 mega gespannt. Das ist cool. In der Nummer 24 haben wir einen To-Go-Becher von meinem Müsli drin enthalten. Super praktisch. Ich hatte tatsächlich schon mehrere Mal davon gehabt, habe dann auch immer mal wieder auch welche weiter verschenkt und wir haben auch welche da. Das Ding ist, dass ich von zu Hause aus arbeite und sowas relativ selten brauche und mein Freund mittlerweile auch sehr viel im Homeoffice halt arbeitet. Aber viele von euch haben mir gesagt, Claudi, das ist so genial, wenn du das fürs Baby halt nimmst. Ne? Du hast nämlich hier die Möglichkeit, hier oben quasi das Müsli reinzumachen und dann kannst du das aufschrauben, verschiedene Arten und Weisen offensichtlich, und hast dann hier unten auch noch so einen Becher mit dabei, wo du das Ganze dann reinmachen kannst und transportieren kannst und essen kannst, und das finde ich so gut, so gut. Schöne 24, definitiv. Ach, und du hast hier auch noch ein Free Müsli. Warte mal, das muss ich. Ups. Ciao. Oh mein Gott, da ist noch viel mehr drin. Gut, dass ich es runtergeschmissen habe. Okay, okay, Moment. Jetzt hier nicht so Hals über Kopf alles. Also, zuallererst haben wir hier im Deckel noch etwas mit drin. Und zwar steht hier, dass du ein Free Müsli bekommst mit deinem Namen drauf. Dein Geschenk. Mix dir jetzt dein Lieblingsmüsli im Wert von 10 Euro gratis zu deiner nächsten Online-Bestellung. Das finde ich cool. Hier ist ein individueller Online-Code mit dabei. Das finde ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Weil dann, ne, wäre es halt ganz cool, dass, wenn man sich hier so durchprobiert hat, dass man da dann im Nachhinein sich sein eigenes Müsli halt daraus zusammenmischen kann, ne? Aus den Zutaten, die man jetzt ja auch dann erleben durfte in der Weihnachtszeit. So, jetzt schraube ich das wieder zusammen hier. Und dann hat man nämlich hier noch einen 10-Euro-Gutschein zusätzlich irgendwie auch mit am Start. Und zwar ist der gültig ein komplettes Jahr bis zum 31.12.2023. Und das ist ein 10-Euro-Gutschein. Das heißt, im Prinzip haben wir hier zweimal einen 10-Euro-Gutschein am Ende auch nochmal mit drin. Das finde ich wirklich gut. Und ich hatte gerade dieses Ding schon wieder verloren. Kommen wir zum Fazit dieses wunderschönen Adventskalenders. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht von dem Inhalt. Auch wenn man den Inhalt online sehen konnte, ist es immer noch mal was anderes, wenn man den halt wirklich dann auch in den Händen hält und sich da auch wirklich mit beschäftigt. Ne? Ich finde, dass dieser Adventskalender auch eine super Geschichte ist, wenn man jemanden einen Adventskalender schenken möchte, der so wirklich auch Tools haben möchte, der einfach mal sich so ein bisschen auch mitnehmen lassen möchte auf eine Reise, der ein absoluter Frühstücker zum Beispiel ist oder ein absolut, doch, Frühstücker passt besser als Abendbrotler. Gibt's Abendbrotler? Keine Ahnung. Und denn dafür ist dieser Adventskalender perfekt. Und ich finde den gut. Ich finde den gut für Familien. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man den als Familie halt öffnet und dann jeder kann da mal so ein Kläppchen aufmachen und so, ne? Es ist einfach schön gestaltet. Du hast da deine Freude dran. Jeden Tag eine Überraschung. Und das, also mir hat Spaß gemacht. Und ihr wisst, das sage ich nicht nur, weil es eine Kooperation ist, sondern weil es halt wirklich so ist, ne? Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem MyMüsli-Adventskalender Deluxe, den ihr für 129,90 Euro mit meinem Code AK-Claudi, alles in der Infobox verlinkt, bekommen könnt. Also,
Schreibt mir gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Ich finde den top. Ja, vielen Dank auch an mein Müsli für die wundervolle Kooperation. Gerne mehr davon, denn ich brauche definitiv nächstes Jahr Nachschub, denn das wird sehr schnell vernichtet werden in diesem Bauch und auch in dem Bauch von meinem Freund. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!